ist das das Ende von Martin Macht's. So steht es im Videotitel und der Sache, der gehen wir heute auf die Spur. Zuerst einmal ein ganz, ganz großes Entschuldigung an alle, die die ganze Zeit gewartet haben, dass endlich mal wieder ein Video von mir online kommt. Ich glaube, das letzte Video war irgendwann Mitte, Ende Dezember, das ist schon ein Weilchen her. Also ganz, ganz große Sorry, dass ihr jetzt so lange ohne Video leben musstet, aber klärt sich alles auf. Da stellt sich jetzt die Frage, ja Martin, warum hast du denn kein Video gemacht? Erzähl es uns doch einfach. Okay, mache ich. Tja, für mein unentschuldigtes Fernbleiben vom YouTube-Himmel gibt es eigentlich genau zwei Gründe. Grund Nummer 1 war einfach der, ihr werdet es vielleicht im Dezember mitbekommen haben, der große Commander Truppe hat ausgerufen, hey, ich mache im Dezember hier ein Video nach dem anderen, bis die Bude platzt. Und alle sind hinterhergesprungen. Es kam plötzlich von Hinz und Kunst, das soll jetzt keine Kritik sein, das kann jeder machen, wie er möchte. Da kamen 50 Millionen Videos und jeder hat natürlich den reißerischsten Titel versucht zu finden, um irgendwie noch die Gunst des Zuschauers zu erhaschen, dann doch noch den ein oder anderen Klick da abzugreifen. Und genau auf dieses Wettrennen hatte ich null Bock. Null. Ich habe meine zwei Videos gemacht, die ich sowieso machen wollte. Und alles andere habe ich erstmal ganz rigoros gecancelt. Alles, was ich im Dezember an Videos vorhatte, habe ich einfach weggepackt, weil ich mir gesagt habe, hey, egal was ich jetzt hochlade, ich muss rumlügen, damit ihr das euch anguckt und anklickt. Und dann mache ich es lieber irgendwann später. Ja, Problem ist nur, dass aus diesem später etwas wurde, womit ich nicht gerechnet habe. Denn wir kommen nämlich zum Punkt Nummer 2, warum ich so lange von der Bildfläche ferngeblieben bin. Und der nennt sich Zeit. Zeit ist ja heutzutage ein ganz, ganz wertvolles Gut. Und ich habe die eigentlich früher auch nicht gehabt, auch wo ich 2, 3 Videos in der Woche gemacht habe. Da habe ich sie mir aber einfach genommen, aber darunter mussten andere leiden. Und im Januar und im Dezember habe ich dann festgestellt, hey, Moment mal, in der Zeit kannst du ja auch andere Sachen machen. Und das war so ein wichtiger Punkt. Und warum mir noch Zeit fehlte, ist ganz einfach, dass ich drinnen im Haus immer noch beim Gästebad renovieren bin. Das ist nun schon viel zu lange im Rohbauzustand. Da muss endlich mal was vorwärts gehen. Aber das kann ich hier nicht auf dem Kanal präsentieren. Und frage mich bitte jetzt nicht, warum ich bei der Einstellung mich genau an die Bohrmaschine gestellt habe. Keine Ahnung. Also schnell wieder zurück auf meinen schicken Hocker. Dazu gibt es übrigens ein richtig geiles Video. Verlinke ich euch irgendwo da oben. Ja, stellt sich die Frage, und die werde ich jetzt auch sofort beantworten, warum filmst du dann nicht, wie du dein Bad renovierst und stellst es online? Gute Nachricht, habe ich gemacht, dazu gibt es aber einen eigenen Kanal, Martins Do It Yourself Vlog nennt er sich da. Den verlinke ich euch da oben, keine Ahnung, ich weiß es gerade wirklich nicht wo. Normalerweise, ich gehe mal davon aus, wenn ich da nach oben zeigen möchte, ist er da. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich richtig liege. Liegt es da oben? Ja, ne? Also ich muss links zeigen, damit ich rechts meine. Ihr wisst, was ich will. Wenn du also Bock hast, mir zuzuschauen, wie ich mein Bad renoviere, dann check unbedingt meinen zweiten Kanal aus. Ich packe ihn auch nochmal ans Ende vom Video mit rein. Und dann gab es noch einen wichtigen Punkt, den ich unbedingt erledigt haben wollte, aber der halt auch eine Menge Zeit frisst. Und das war meine Technik. Der Thorsten von Rund ums Haus TV, der hat das ganz cool gelöst. Der hat sich einen riesengroßen Arm in seine Werkstatt gebaut. Und damit ist er recht flexibel und damit kann er loslegen. Über die Lösung habe ich auch schon nachgedacht. Ich habe mir auch schon darüber nachgedacht, mir hier ein Schienensystem reinzubauen, da die Kamera anzuhängen und hast du nicht gesehen und hier und da und schicki schöni und wären zwar super Projekte gewesen, aber wenn ich mir die so bei anderen YouTubern angucke aus dem Werkstattbereich, dann wird sowas halt wenig geguckt. Ist ja auch verständlich, weil ihr interessiert euch ja nicht für die Videotechnik, sondern für Holzwerken. So schaut's aus. Tja Martin, und wie hast du jetzt dein Technikthema gelöst? Na ganz einfach, ich habe eine ganze Menge Zeit investiert. Ich habe YouTube durchforstet. Nicht das Ganze, nur die Hälfte ungefähr und habe mich einfach schlau gemacht. Was sind so die Themen? Womit kann man filmen? Worauf muss man achten? Was sind so die großen Themen? Wie kriege ich das mit meinem Kanal irgendwie in Übereinstimmung zusammengebastelt? Und ich habe noch mal eine ganze Menge Zeit investiert, viel rumzuprobieren. Das sind natürlich dann Sachen, die kann ich nicht hochladen. Was soll ich da? Soll ich euch zeigen, wie ich dann eine Kamera mal hier hinstelle und mal da hinstelle und wie das am besten funktioniert? Nein. Wie ich das Thema gelöst habe, dazu wird es nochmal ein extra Video geben, also ein komplettes, also so alles ringsrum, wie man mit YouTube und Thema Handy ist ein ganz großes Thema. Kann ich mit dem Handy YouTube-Videos machen? Pff, klar kannst du. Aber worauf du dabei achten solltest, da gibt es demnächst ein Video von mir, wo ich meine Erfahrungen, die ich jetzt Januar, Februar gesammelt habe mit dem Thema
Videotechnik, Lichttechnik, Mikrofontechnik. Ein heißes Thema, Mikrofontechnik. Ich hätte heulen können. Und vor allen Dingen, was noch viel, viel wichtiger ist oder was zum Schluss im Prinzip nochmal so das letzte Quäntchen raus hat aus eurem Video, das Thema Schnitttechnik und Schnitttechnik und Schnittsoftware. Übrigens, die von Anfang an dabei sind auf diesem Kanal, die können sich an diesen Anblick jetzt erinnern, denn vor dieser Wand habe ich früher immer moderiert. So, große Frage ist natürlich jetzt, Mensch Martin, was ist jetzt mit deinem Kanal? Machst du den nur dich? Weil du hast ja keine Zeit mehr, aber warum hast du dich denn mit der Videotechnik beschäftigt? Die Frage werde ich sofort beantworten, denn ich weiß, du wartest ganz, ganz dringend drauf, denn du hast schon reingetippt in die Kommentare Clickbait und wartest nur noch auf das Enter klicken. Also, ich kann dich beruhigen, den Kanal wird es weiter geben. Das ist die Antwort auf die Frage, ist das das Ende von Martin Matz? Nein, das ist nicht das Ende. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es der neue Anfang ist, um Gottes Willen. Ich werde bei weitem nicht mehr so viele Videos machen wie früher. Wir werden uns hier beschränken müssen auf eins oder zwei, also nein, andersrum. Eins pro Woche oder zwei pro Monat oder alle zwei Wochen eins. Weißt du, was ich meine? Ja? Also ich werde es kaum schaffen, zwei oder drei Videos die Woche zu machen. Ich bin einfach kein Vollblut-YouTuber, möchte ich auch gar nicht werden. Da gibt es genügend andere, die das richtig top machen und die das gut können und die da viel mehr das Fingerspitzengefühl haben, weil die technisch viel besser sind als ich. Apropos Technik, da haben wir nämlich das große Thema, das Schubladenvideo. Ich habe schon fünfmal gefilmt, könnte man schon fast sagen, fünfmal geschnitten und fünfmal wieder weggeschmissen. Einfach aus dem Hintergrund heraus, ihr kennt so die Standardvideos, ne? Ja, wir machen jetzt hier drei Schubladen und nochmal drei Schubladen und die schrauben wir so zusammen und so zusammen und so zusammen und fertig sind sie. Ja, geht es davon 10.678 Millionen Stück. Falls ich jetzt eins vergessen haben sollte, sagt mal bitte Bescheid. Trotzdem bin ich ja euch das Schubladenvideo schuldig. Wie machen wir das jetzt am besten? Lasst euch überraschen, weil das genau wird das nächste Video sein zum Thema Schubladen. Ich werde jetzt nichts verraten, überhaupt nichts, außer es geht um Erfahrungen. Und übrigens, ich habe wieder eine ganze Menge coole Ideen für Projekte, die ich unbedingt verwirklicht haben will. Denn zum Beispiel der Jojo, der Jochen von Jochens Workshop. Ich verlinke ihn euch da oben. Der wartet nämlich auch noch. Wir haben eine Challenge gestartet, die wollten wir eigentlich im November abschließen. Dezember, ich weiß überhaupt nicht, ob der sich noch erinnern kann, ob der noch weiß, was wir machen wollten und wie wir es machen wollten. Aber ich weiß es, lieber Jochen, bitte, bitte, ganz großes Sorry von mir. Und ich hoffe, wir zwei, wir kriegen das trotzdem noch mit unserer Challenge, du weißt, ne? Wir kriegen das noch hin, mein Plan steht und ich habe auch alle Teile da. Ich kann eigentlich sofort loslegen, jetzt wo das mit der Technik alles funktioniert. Stellt sich mir die Frage, konntest du dem Video folgen oder bist du total kirre geworden von meinem Gelaber? Ich weiß es nicht. Wenn du noch neu bist auf dem Kanal und noch nie was von anderes von mir gesehen hast, dann am besten ein Abo dalassen, ne? Und dann die Glocke anmachen und so weiter. Und die ganzen alten Videos angucken, dann siehst du auch, wie ich anders sein kann, möchte, dürfte. Ja. Also. Aber nächstes Video ist in Arbeit. Ich mache jetzt nur noch die Schubladenblenden dran und dann gibt es ein absolut anderes Schubladenvideo, als ihr es bis jetzt kennt. Hoffe ich. Der rote Igel. Ja, war mal ein Projekt, da habe ich noch keine 1000 Abonnenten gehabt. Da habe ich das für den Lutz gebastelt. Das sollte so ein Pushstick sein. Ich habe den übrigens nie verwendet. Schade eigentlich, ne? Weil das sieht eigentlich so schön aus, aber ich weiß jetzt warum. Ich werde total rot. Ja, da färbt die Beize ab. Das kann ja mal passieren, aber sieht cool aus. Jo, also Geduld und ganz dolle Sorry, dass ich so lange nichts von mir habe hören lassen. Aber ich habe eine gute Nachricht für euch. Wenn es bis zum nächsten YouTube-Video zu lange YouTube-Video. Ne, das kennt man jetzt nur so. Der Corona-Quatsch ist doch doof, oder? Also mir geht das langsam sowas von auf den Zeiger. Aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Wenn es wieder so lange dauern sollte, bis zum nächsten YouTube-Video, habe ich einen Tipp für euch. Und zwar, wenn ihr bei Instagram seid oder bei Facebook, schaut einfach mal rein. Ich habe da zwei Seiten. Eine auf Instagram und eine auf Facebook. Und da gibt es immer wieder mal Updates. So, und das soll es jetzt aber auch schon wieder gewesen sein von diesem kurzen Update, was denn hier mit Martin Machts los ist. Und auch die, die mir ab und zu mal geschrieben haben bei Instagram, bei Facebook, per E-Mail oder wie auch immer, es kommen Videos, keine Bange. Und nochmal ganz, ganz großes Sorry, dass es so lange dauert. Aber gut Ding will Weile haben oder so ähnlich. Scheiße, jetzt schraube ich ja die Ansprüche noch höher. Ich sag tschüssi, Gott, gewinge, macht's gut und bye-bye. Bis zum nächsten Video, was hoffentlich bald kommt. Euer Martin von Martin Machts. Reingehauen.